Heute ist auf jeden Fall, ja, heute ist Quonka-Stimmung bei mir. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio, weil ich gehört habe, dass Sport Schleim heute lockern soll, und deswegen habe ich mich in der Fitnessstudio angemeldet. Wie gesagt, es ist, oh, hey, was war denn das? Jetzt muss ich der Sache mal hier auf den Grund gehen. Ja, okay. Da fehlt auf jeden Fall der Schlüssel zu einem Herzen. Aber Junge, jo, Alter, die haben mich von dort unten jetzt hier angeguckt. Weil ich, oh, die hat mir gerade sogar einen Stinkefinger gezeigt. Alter, die hat mir einfach einen Stinkefinger gezeigt, weil die gemerkt hat, dass ich ja gerade naja, egal. Ist auch nicht so wichtig. Man muss sich jetzt hier nicht mit Stinkefingern anlegen. Ich will im Endeffekt einfach nur Quanka durchziehen. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich nicht. Ich hab's mit dem Kreuz. Der Schleim wurde gelöst. Ich bin nicht ganz dicht in der Rübe. Und naja, was soll ich sagen, es macht mich einfach nur alles so sauer. Es macht mich alles einfach nur so sauer. Es macht mich wirklich alles einfach nur noch wütend. Und so ein Boxsack ist dann die beste Möglichkeit, den Schleim des Hasses zu lösen. Jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt und kann mich dann wirklich perfekt auf Quonka konzentrieren. Ja, jetzt bin ich mit dem Training fertig. Nach dem Training ist erstmal eine extra Portion Schulstoff. Wegen der Dextrose. Danach ein bisschen Kaffee, aber wir fangen erstmal damit an. So. Ja, das nutzen die Kinder, um konzentriert zu bleiben. Ja, das wird heute wieder etwas schwierig. Ich bitte euch um Geduld. Ja, hallo, hören Sie mich? Wer ist denn da? Ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige, dem Kuschelbett. Ja, okay. Ja, naja, wie sieht's denn aus mit dem Kuscheln? Ja, servus. Wollen Sie das Bett kaufen? Aber sehr gern, aber ich wollte erstmal fragen, wie es mit der Kuschelfunktion aussieht. Nee, bitte. Die müssen Sie dann machen. Wie bitte? Die müssen Sie dann gestalten. Oh, naja. Ja, ich. Also ich, okay. Ich hatte an sich schon eine kuschelige Kindheit, so ist es nicht. Ja, verzeihen Sie, dass ich Sie jetzt damit verkrault habe. Nein, alles gut. Naja, suchen Sie sich jemanden dann zum Kuscheln und dann können Sie nochmal auf mich zukommen. Nein, das mir passiert es öfters, wenn ich von meiner kuscheligen Kindheit erzähle. Bitte gedulden Sie sich einen kurzen Moment. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Ich wurde gerade dazu aufgefordert, mich zu gedulden, und ich habe stets vor, das zu tun. Auf Wiederfernsehen.
Hallo? Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige. Quonka! 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 Wir sind ja beim Quonka-Telefon. Nein, wegen Ihren Druckerpatronen melde ich mich. Ja, wegen Ihrer Quonka-Anzeige, den Drucker. Ja, okay. Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige, den Druckerpatronen. Ja. Und zwar, ich habe so ziemlich dieselben, die befinden sich aber in meinem Drucker, den ich vorletzte Woche Donnerstag maßlos zerschlagen habe. Und deswegen bräuchte ich jetzt neue und einen neuen Drucker. Ich kann die nicht, hab nur die Druckpatronen. Naja, Mein das ist ja Drucker schon ist mal ein Anfang, kaputtgegangen, deswegen verkaufe ich die alle. da habe ich ja schon mal 50%. Ja, meine Druckerpatronen, die sind nicht mehr zu retten, genauso wie ich. Kaufabwicklung über KUKA. Die Quonka, Zahlung guter über. Mann, Quonka, ich bitte Sie, das vernünftig auszusprechen. Ist ja egal, machen Sie Das das. ist nicht egal, es das heißt Ich habe gesagt, machen Sie das, überweisen Sie das Geld und dann schicke ich es Ihnen. Naja, es handelt sich ja immer noch um Quonka. Das ist mir egal, ob das Quonka oder Kuka heißt oder schon Nein, nee, wie. Quonka, bitte, sagen Ach komm, Schluss, Sie. fertig. Quonka! Schulstoff! Mann, es. Nee, jetzt. Mann, reicht's! Wir nähern uns mal wieder dem Ende. Ein sehr frustrierendem Ende. Meine Fresse, diese Leute kotzen mich sowas von an. Diese Leute kotzen mich sowas von an. Sie kotzen mich sowas von an. Sie kotzen mich einfach nur an. Sie kotzen mich an. Einfach nur an. Sie gehen nicht ran und kotzen mich an. Sie kotzen mich an. Sie kotzen mich einfach nur an. Junge, jetzt reicht's. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Die sollen mal eine App entwickeln, wo die Leute nur mit Angabe einer privaten Telefonnummer ihre Inserate. Aber solange es diese App noch nicht gibt, wird diese Welt ein schlechter Ort sein. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder in die App rein? Quonka, Quonka, Quonka. Yeah. So, nein, es reicht. Jetzt, ich bin sowas von sauer. Ich bin wirklich sowas von sauer. Ich bin sowas von wütend. Ich bin so sauer. Sowas von sauer! Ah, oh, dieses Getut, ich kann es nicht mehr hören. Mann! Ja, bitte. Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige der Main Coon Kitten. Ja? Welche? Hey, keine Ahnung. Ich bin etwas nervös. Ach so. Ja. Ja.
Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gedacht, dass sie auflegen, nachdem ich so absurd Maine Coon ins Telefon geschrien habe. Nö, warum? Naja, ich weiß nicht, ich dachte, ich verschrecke damit die Leute. Nö. Oh. Aber Okay. echtes Interesse, oder? Nee, ich habe Interesse an einer Weltverbesserung und Sie sind der ausschlaggebende Punkt, dass ich daran glaube, denn Sie sind cool. Ja. Also ich würde somit jetzt die Folge beenden und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und euch einen schönen Samstagabend. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Es braucht einfach nur coole Leute.